Hallihallo, hallöle, meine Lieben. Läuft es? Ja, läuft, alles klar. So, heute mal ein neues Thema. Durch Corona, logischerweise, ich weiß ja nicht, ob man mich jetzt sieht. Hören tut man mich wahrscheinlich. Ich muss mal irgendwie kriegen, dass ich aus der Sonne rauskomme oder mich anders hindrehe. So sehe ich mich wenigstens ein bisschen, jawohl. Zurzeit kursiert ja im Netz und auch auf der Straße. Ich habe gerade, wie gesagt, ein Gespräch gehabt, wo dann so Sachen kommen wie, die haben sie wohl ins Hirn geschissen oder was? Leider Gottes nimmt sowas an Häufigkeit zu. Ich finde das persönlich völlig daneben. Fakt ist eins dabei, wir haben alle eine Meinung zu dem ganzen Corona, ich will mal sagen, Umständen, die wir haben. Und ich denke mal, wir sollten jede Meinung respektieren. Das heißt, wenn irgendjemand eine Maske tragen will, weil er der Meinung ist, dass ich ihn infizieren kann, weil ich dann keine trage, oder wie auch immer, oder wenn sich jemand an die Abstandsregeln halten will, machen wir ja fast automatisch schon, dann ist es seine Geschichte. Und dann sollten wir dieses auch respektieren. Und wir sollten uns nicht gleich persönlich angehen. Meine Meinung dahingehend, dass wir letztendlich in zwei Lager gespalten sind, sehe ich so, dass es durchaus die Hände der Politik spielt. Weil solange wir uns als Bürger behaken wie die Blöden und der eine eben dann ist revolutionär und der andere halt nicht und der eine ist kontra und der andere ist pro und wir heizen uns eigentlich nur gegenseitig auf. Das sollte nicht sein. Wir sollten einfach respektieren, dass es eben Leute gibt, die sind halt anders informiert als andere. Und die sind dann der Meinung, nein, ich muss diese Verordnung, wie sie da existiert, auch umsetzen. Überlegung, die mich überhaupt dazu angestrebt hat, heute dieses Thema aufzugreifen, ist eigentlich folgende. Und zwar, die Menschen leben alle in Angst. In welcher Angst auch immer. Angst ist aber ein schlechter Berater, ein ganz schlechter. Weil Angst erzeugt Wut, Wut wiederum erzeugt Hass. Hass wiederum erzeugt Gewalt. Heißt unterm Strich, jeder, der Angst hat, ist irgendwann mal bereit, auch jemand anderen in die Fresse zu hauen oder auch Schlimmeres. Und genau das sollten wir umgehen. Nur weil ich das nicht verstehe, dass jemand eine Maske trägt und ich von mir deshalb wütend werde, weil der so bescheuert ist oder was, sich an die Anweisungen hält. Aber selbst ich habe Angst in dem Falle. Minimal, aber ist egal. Wir überlegen mal Folgendes, wir sprechen mal was durch. Also nehmen wir erstmal den Maskenträger. Der Maskenträger hat Angst, dass ich ihn infizieren könnte. Daraus entsteht Wut, der wird also sauer auf mich und ist dann vielleicht irgendwann der Meinung, mir aufs Maul hauen zu müssen, weil ich eben keine Maske trage. Im Extremfall überspitzt, deshalb, die Angst ist nicht immer dasselbe. Im Extremfall überspitzt sieht es dann so aus, ich habe Angst vor dem Maskenträger. Nicht, weil er eine Maske trägt, das garantiert nicht, sondern viel eher aus dem Grunde, weil der Maskenträger für mich Synonym von Angsthase ist und Panikkäufer. Das heißt, ich habe Angst, der kauft mir meine letzte Rolle Klopapier weg und ich weiß nicht mehr, wie ich mir morgen dann den Arsch abwischen soll. So, das heißt also, auch dann schürtet im Untersten schon eine gewisse Wut, wenn ich jemanden mit der Maske sehe und lehne den kategorisch ab. Was wir aber machen sollten, und das sollte jedem klar sein, ob jetzt Maskenträger oder nicht Maskenträger, wir haben eigentlich alle ein gemeinsames Ziel. Das gemeinsame Ziel sollte doch sein, dass wieder normale Verhältnisse einkehren bei uns hier in Deutschland. Sprech mich bitte nicht immer an, was hier auf dem Markt gerade war. Was ist denn international? Kümmere ich mich nicht drum, weil ich lebe hier in Deutschland und nicht irgendwo in Brasilien, wo ich auch ganz genau weiß, wie da die Gesundheitsvorkehrungen überhaupt oder wie da Gesundheitsamt oder wie die Gesundheitsversorgung da gewährleistet ist. Gut, gehen wir wieder zurück. Ich schweife wieder ab. Wir sollten doch nach Gemeinsamkeiten suchen. Und die Gemeinsamkeit ist die Wiederherstellung unseres Grundgesetzes und die Abschaffung der derzeitigen Corona-Verordnung. Weil die Corona-Verordnung unserem Herrn Spahn einen Freibrief gibt für irgendwelche Gesetzesänderungen, für irgendwelche
für irgendwelches Erlassen von irgendwelchen Gesetzen und so weiter. Dagegen sollten wir vorgehen. Also, meine lieben Mitmenschen, Mitbürgerinnen und Mitbürger, sucht nach Gemeinsamkeiten, schließt euch zusammen und versucht, diese Gemeinsamkeiten dann auch irgendwo umzusetzen. In dem Sinne, ich glaube, meine 5 Minuten habe ich voll. Das heißt, wir sehen uns dann nächste Woche, hören uns nächste Woche wieder. Ich habe gerade mal wieder Besuch von meinem lieben Trabi gekriegt. So. Das heißt, mal noch ein paar Minuten schnacken und dann sehen wir uns. In dem Sinne, Rock'n'Roll, stay tuned, bleibt sauber, bleibt gesund. Alles klar, ciao.